Ein Schild sieht man nicht so oft. Da sind die Stempel sogar dran. Stempel 25, 26, 28, Waldgasthaus Plessenburg ist auch ein Stempel. Und gleichzeitig noch quasi die so ein grünes X. Da steht zum Beispiel Pisseckenplatz, wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat. Pisseckenplatz, ach du Scheiße. Ja, egal, Pisseckenplatz 25, die Mönzbuche der Nummer 26 und die Steinerne Renne Nummer 28. Sorry, Leute. Okay, also Pisseckenplatz Nummer 25. Weiß ich gar nicht, ob ich den auch drauf habe. Muss ich mal gucken, das ist nur ein Kilometer von hier. Apropos, ich müsste mal dringend. Wäre ja der passende Ort. Ja, gut. So, wir gehen jetzt weiter bis zum nächsten Stempel. Das müsste dann das Oberförster Kochdenkmal sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns. Liebe Leute, wie ihr seht, die Sonne steht schon relativ tief, aber es ist auf jeden Fall noch hell genug. Wir sind jetzt hier an dem sogenannten Pisseckenplatz. Ja? Hier ist ein Infoschild und es hat nichts mit dem zu tun, was ihr vielleicht denkt, was es ist. Also nichts mit dem guten Lullermann da unten, sondern da steht es. Pissecke oder Pesecke, damit bezeichnet der Harzer das glatte Holz des Baumes, von dem die Rinde abgeschält ist. Interessant zu wissen. Ich wusste es nicht, auch wenn ich aus Nordhausen komme, also in Nordhausen geboren bin. Interessant, dass auf jeden Fall mal, zu erfahren. Hier unten ist dann quasi hier Pissecke. Hier ist überall Bäume, die zwar noch nicht abgeschält sind, aber hier liegt einer, der ist abgeschält. Also eine Pissecke. So. Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang müssen. Da hinten gibt es einen Weg, der runter geht, einen Weg, der hoch geht, einen Weg, der schräg hoch geht. Von dem sind wir gekommen und da geht auch ein Weg hoch. Da geht es zur Mönchsbuche, aber ich brauche ja noch den Stempel Nummer 25. Der sollte eigentlich am Pisseckenplatz sein. Aber anscheinend wurde der umbenannt, beziehungsweise an eine andere Stelle verfrachtet. Hier ist übrigens noch so ein Stein, wo Pisseckenplatz draufsteht. Und ich gucke jetzt da aufs GPS und melde mich wieder, wenn wir an dem benannten Oberförster Kochdenkmal sind. Da oben ist ein Eichhörnchen. Raschelt. Da oben ist ein Eichhörnchen gewesen. Okay, hier ist der Stempelkasten. Wir sind jetzt am Oberförster Kochdenkmal. Oberförster Kochweg zum 50-jährigen Dienstjubiläum am 18.04.1914. Gewidmet vom Harzclub Wernigerode. Okay. Da haben wir wieder irgendwelche Schilder. Unser nächstes Ziel wird vermutlich die Mönchsbuche sein. Ja, und jetzt entspanne ich hier noch ein bisschen und gehe dann weiter und hoffe, dass ich noch mal einmal kurz Internet bekomme, damit ich eine Nachricht verschicken kann. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Ja, warum heißt die Bremer Hütte Bremer Hütte? Ganz einfach, die Bremer Hütte wurde im 19. Jahrhundert von Wanderfreunden aus Bremen circa 50 Meter talabwärts der aktuellen Hütte aufgestellt. Diese wurde dann durch einen Sturm zerstört und danach wurde die aktuelle Hütte 50 Meter weiter oben an der Kreuzung aufgestellt. Deswegen heißt die Bremer Hütte Bremer Hütte. Und an der Stempelstelle Nummer 26 die Mönchsbuche. Da haben wir eine Sitzecke mit Tisch und hier noch eine Schutzhütte. Und die Mönchsbuche, die wurde beziehungsweise Mönchslagerstätte seit Mitte des 13. Jahrhunderts. Existiert diese Stelle hier und hier verlief der Mönchsteg, eine Verbindung zwischen den Klöstern Himmelpforte und Ilsenburg. Und hier rasteten die Mönche, wenn sie sich gegenseitig besuchten. Schon immer stand hier eine Buche. Jetzt ist mal interessant zu wissen, wo hier eine Buche ist. Wir gehen mal hier hinten hin. Hier ist keine Buche, das ist die einzige Buche, die ich sehe. Eine andere sehe ich hier nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also nur Nadelbäume, nur dort ist eine Buche. Wahrscheinlich ist das die
Buche, die gemeint ist, und die muss einfach nur noch ein bisschen größer werden. Ja. Aber sonst ein ganz schönes Fleckchen eigentlich, aber noch nicht meine aktuelle Lagerstätte. Wir gehen weiter und vielleicht schaffen wir es zur nächsten Stempelstelle. Unten in Wernigerode Wasserkunst in Tumkuhl im Tal. Seid gespannt. Hallo, es geht bergab. Oh ja, es geht immer bergab. Nein, bis jetzt ging es immer irgendwie bergauf. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt mal hier so zum Ende hin ein bisschen runterkommen kann. Bergab drehe. Und ja, es ist noch hell genug. Und ja, wir gehen jetzt in Richtung Gasthaus Steinerne Renne. Den Stempel haben wir aber schon. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht in der Nähe dran vorbeigehen oder die sogar besuchen können. Das werden wir dann mal sehen. Aber was wisst ihr, wisst, was bedeutet, wenn ich bergab gehen muss, ne? Ihr wisst das. Ja, ihr wisst es ganz genau. Ich darf den ganzen Scheiß am Ende wieder hochlatschen. Hiermit sind wir nun an der nächsten und letzten Stempelstelle angelangt für heute. Das ist die Nummer 85. Und diese Nummer 85, das ist die Wasserkunst im Tumkuhlental. Das ist einmal hier so ein Rad, was sich dreht. Und über das Gestänge wird dieser Schwung zu dieser Stange geführt und so das Wasser nach oben gepumpt. Wie bei einer normalen Handpumpe auch, die man vielleicht noch im Garten hat. Nur dass hier ein bisschen mehr Druck aufgebaut werden muss und dadurch dieses Schaufelrad benutzt wird. Das wird an einem Bach montiert und dann wird das Wasser hochgepumpt. Wofür hat man das früher genutzt? An der hier befindlichen Stelle gibt es einen ehemaligen Schacht, der Wistack. Die war hier tätig und hat einen 70 Meter tiefen Schacht hier. Da hinten ist auch noch ein altes, eine alte Grube, ein altes Bergwerk. Und da hat man quasi das Grundwasser rausgepumpt, damit da unten gearbeitet werden kann. Da hinten gehen wir auch gleich nochmal hin. Da ist was ganz Besonderes. Das möchte ich euch zeigen. Und ja, sonst gibt es hier eigentlich nichts weiter zu sehen. Bis heute, also heute waren alle Stempel in Ordnung. Das ist ein guter Tag und ich baue gleich mein Lager auf. Ursprünglich wollte ich es hier hinten in dem Wald machen, aber ich habe gesehen, da ist ein Schacht und da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich gehe lieber in das Waldstück hier rein und hau da einfach meine Hängematte und meinen Tarp hin. Ja, bis gleich. Wir sehen uns da hinten nochmal und dann zeige ich euch gleich nochmal was. Den Gittern sehen könnt, ist ein anderer Schacht. Aufgeklärtes Glück heißt dieser Schacht. Und ja, hier sieht man, warum man nicht in, ja, wie soll man das sagen, in Bergwerksgebiet gehen soll, denn dieser Schacht ist hier ordentlich am Einsinken und kann jederzeit einbrechen. Also das ist ganz gefährlich. Es hat sich auf jeden Fall abgesackt und durch irgendwelche Hohlräume unter Umständen. Vielleicht ist auch irgendwas eingestürzt unten und ja, dadurch ist das abgesackt. Deswegen ist es hier auch abgesperrt. Und hier würde es 17 Meter nach unten gehen. Sagen wir mal, auf jeden Fall 10 Meter. Und das ist ordentlich. Da könnt ihr euch ordentlich verletzen.